So, ja, hallo, willkommen beim Flex Talk. Wir haben heute ein ganz aktuelles Thema uns vorgenommen, wollten eigentlich mal Lymphe machen, aber die Lymphe kann Warten. warten. Ja? Deswegen gehen wir heute mal das Thema Coronaviren an, vor allem halt den 2019 nCoV, also diesen fiesen neuen Coronavirus, der gerade draußen rumschwirrt, und wollen euch so ein paar Basics eigentlich dazu erzählen, damit ihr einen kleinen Überblick habt, wo immer ihr uns auch hört. Wir sind Frank und Bijan, grüß euch. ja, und ja, los geht's. Bijan, 2019 nCoV klingt so ein bisschen unhandlich. Was heißt denn nCoV? Das steht für neues Coronavirus auf Deutsch, Novel Coronavirus. Ja, man hat einfach ein neues Virus entdeckt, jetzt im Dezember 2019 in China, in Wuhan, und dachte sich, das nach der Stadt zu benennen, wie es in der Vergangenheit schon öfters war, Marburg-Virus zum Beispiel, ist jetzt nicht so gut fürs Image. Touristisch gedacht ist das jetzt nicht so perfekt. Deswegen haben wir es jetzt erstmal 2019 neues Coronavirus genannt. Wie ich die Mal Virologie gucken. kenne, wird das wahrscheinlich bis ans Ende der Tage der Name sein. Wenn man sich erstmal was festgesetzt hat, dann geht das so schnell nicht mehr weg. Also Wuhan hat Glück gehabt. Ja, Coronavirus, Coronaviren sind RNA-Viren, also Viren, die einfach eine Ribonukleinsäure drin haben, einen einzelnen Strang. Ist eine relativ große Virusfamilie. Die Coronaviren, das ist auch wiederum eine Familie, die nochmal unterteilt werden kann in verschiedene Gruppen. Da gibt es Alpha, Beta, Gamma, Delta-Coronaviren. Wobei man sagen muss, die ganz interessanten Viren, auch über die wir heute reden, sind alle aus der Familie der Beta-Coronaviren. Genau. Da kennt man zum Beispiel SARS noch, die SARS-Epidemie für Severe Acute Respiratory Syndrome, oder MERS war auch eine Epidemie. Das sind so zwei bekannte Vertreter der Coronaviren, aber es gibt auch viele andere, die überwiegend Tiere befallen. Jetzt mal die Frage: Coronaviren ist ja eine Virusfamilie, woher kommt überhaupt der Name Corona? Ganz einfach vom Aspekt, also von der Morphologie dieser Viren. Ja, also wenn du die unter das Rasterelektronenmikroskop legst, nicht unter das Rasterelektronenlab, ja, unter das Rasterelektronenmikroskop legst, dann sehen die Dinger aus wie eine Krone. Also in der zweidimensionalen Ansicht. Du schneidest die Dinger durch. Das ist ein bisschen runder Bobbel, der halt solche kleinen Strahlen, solche kleinen Spikes an der Seite hat. Aber das Ganze sieht so aus wie ein Kranz oder eine Krone und deswegen Coronaviren. Also Coronaviren sind die Könige der Viren. Okay, Jetzt verstehe. auf jeden Fall. Gut. Und was charakterisiert die? Was ist so besonders an denen? Du Wie sind die hast in aufgebaut? der Mitte hast du eine RNA. Eine einzelsträngige RNA, das ist eine Plus-RNA, man sagt auch Plus-SS-RNA, SS steht für Single-Stranded, also ein Einzelstrang. Ja? Es gibt auch doppelsträngige RNA oder DNA-Viren, ja? Ist aber beim Coronavirus nicht der Fall. Und diese SS-RNA hat eine positive Polarität, das heißt, es gibt ja immer dieses 5-Ende und 3-Ende an diesen Genketten, ja? Und die wird vom 5- zum 3-Ende abgelesen, braucht man sich jetzt nicht zu merken als Weltwald- und Wiesenbürger, ja? Ist wichtig, um die Ablese-Richtung des Genoms zu verstehen, also in welcher Richtung wird quasi die RNA abgelesen und die kodierten Proteine dann quasi translatiert. Okay. Ja gut, also in der Mitte RNA. Und danach kommt Das als ist der nächste Bauplan, Schicht. ne? Die RNA ist der Bauplan, der hat quasi alle Informationen, die das Virus braucht, um die Zelle quasi umzuprogrammieren. Okay. Und dann kommt das Kapsid. Genau. Was ist Kapsid ist eine das? Proteinhülle, die um die RNA drumherum ist. Das ist quasi ein bisschen so eine Schutzhülle. Ja, damit ist so eine Verpackung, könnte man sagen. Also wenn man es irgendwie mal aus dem E-Commerce nimmt als Beispiel. Ne? Also das Kapsid ist quasi die Produktverpackung. Ne? Und dann die Virushülle drumherum ist die Umverpackung. Ja? Okay. Und Also ganz außen nochmal. ganz außen nochmal. Ne? Also erst das Kapsid und um das Kapsid rum ist dann nochmal beim Coronavirus eine Lipidhülle. Lipid ist ganz wichtig, weil das ist so eine kleine Achillesferse des Virus. Ja? Und aus dieser Virushülle ragen dann die Spikes raus, also Oberflächenproteine, die dann dafür sorgen, dass das Virus irgendwo andockt, Okay, und ja, das und sind auch sich die festsetzt. Spikes, die dann zur Namensgebung geführt haben, ne? Genau, also du kannst es ganz mit so einer Seemine vergleichen. Damit ist der Sprengstoff. Ja, das ist die RNA, ja, und außen drumherum sitzen so Bobbelchen, die das Ganze zum Explodieren bringen. Okay, so, das war jetzt zu Coronaviren ja im Allgemeinen. Was ist jetzt hier bei dem Novel Coronavirus das Neue? Neu ist die RNA, also das Genom, ne? Also man hat ähnliche Viren in der Vergangenheit auch gefunden aus der Familie der Coronaviren bei Fledermäusen.
hat man 2013, 2015 zwei Virusstämme identifiziert. Die haben eine sehr hohe Ähnlichkeit, also die RNA dieser Stämme mit dem neuen Virus. Man nimmt daher auch an, dass dieser Virus von Fledermäusen, also von einer anderen Art, auf den Menschen übergegangen ist. Eventuell auch von einer Schlange, weiß man nicht so genau. Die Wissenschaftler prügeln sich da noch so ein bisschen, ja. Ich egal. Bin pro Schlange. Genau, ja. Ich bin eher Team Fledermaus, ja. Und durch eine kleine Mutation in der Virus-RNA hat das Virus jetzt plötzlich die Fähigkeit bekommen, menschliche Atemepithelzellen zu befallen. Und dadurch hat es den Sprung halt von der Fledermaus zu Menschen geschafft. Okay, also durch eine Mutation, ja? Genau. Okay. Gut, und das heißt, die Übertragung verläuft von Tier zu Mensch. Man hat ja die ersten Fälle vermutlich auf so einem Tiermarkt gefunden. Ne? Man vermutet das ja so ein bisschen als Quelle, oder? Weiß man noch nicht ganz genau, ob es in den Tiermarkt reingetragen wurde, vielleicht noch von außen. Also einige sagen sogar, es gab im November schon Infektionen, die man nicht bemerkte. Dann wurde es in den Tiermarkt reingetragen und haben alle gedacht, es kommt von den Tieren. Es ist nicht ganz klar, wahrscheinlich, ja, aber wie das so ist, ist es sehr schwer, die Infektionsketten dann tatsächlich, irgendwo wird es dann sehr diffus, wo ist das Virus hergekommen. Egal, erst ging es von Tier zu Mensch, aber dann, und das ist jetzt die Hauptinfektionsquelle, von Mensch zu Mensch. Okay, und wie genau? Also durch Anhusten, durch Berühren? Da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten grundsätzlich. Ne? Also ist jetzt allgemeine Infektionskunde. Im Prinzip, es gibt die Tröpfcheninfektion. Das ist also, wenn du hustest, dann bildest du ein Aerosoltröpfchen. In diesen Tröpfchen befinden sich Viren, infektionsfähige Viren. Mensch 2 kommt irgendwie mit diesen Tröpfchen in Berührung, ja, atmet es ein, es setzt sich auf der Schleimhaut fest, ja, und dann geht es mit der Infektion los. Okay. Ist das der Hauptinfektionsweg hier beim Endkopf? Ja, beim Endkopf ist Tröpfcheninfektion, spielt eine wahnsinnige Rolle, weil es eine Atemwegsinfektion ist, das heißt, die Leute, die es haben, husten auch. Und dadurch, dass sie es husten, Viren sind ja schlau. Ja, sie nehmen natürlich immer die Zellen, die noch die beste Vermehrung irgendwo ermöglichen, die beste Übertragung ermöglichen. Das sind Atemepithelzellen natürlich super. Ja, atmen, da kommst du über eine längere Strecke, ja, und kannst dann halt infizieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Kontaktinfektion. Also wenn du beispielsweise in die Hand gehustet hast und sagst, hallo Herr Werpes, schönen guten Tag, ja, ich fasse die an, esse nach einem Brötchen, schwuppdiwupp, Pech. Okay. Ja? Und ich habe noch gelesen, Schmierinfektion. Ist das jetzt das Gleiche wie Kontakt? Ja, bei Schmierinfektion ist man noch nicht so ganz sicher, weil Schmierinfektion gibt es bei einigen Coronaviren jetzt für N-Kopf. Weiß nicht, ob es schon nachgewiesen ist, aber es ist denkbar. Das heißt, wieder dasselbe Ding. Du hustest in die Hand, gehst an die Tür, packst mit deiner Pranke irgendwie die Türklinke an, lässt ein bisschen Schmodder da, ich komme vorbei. Ja, greifte Türklinke, schwuppdiwupp, Schmierinfektion. Ich merke schon, das geht nur in die Richtung. Ne? Ja, du bist immer der Böse und ich bin immer der arme Infizierte. So, es gibt auch noch eine wichtige Kennzahl, die Basisreproduktionszahl. Die R0. Gibt im Endeffekt an, wie viele Leute ich als Infizierter auch infizieren kann. Du hast mich ja zweimal jetzt mich infiziert. Ja, das war, also die Zahl wird hier, ja, das weiß man ja noch nicht alle so genau, aber die wird irgendwie im Bereich zwischen 1,5 und 5 angegeben. Sprich, sehen wir mal an 3. Mittel 3 sagt man, 2,6, also sind da viele Zahlen. Ja. Das ist natürlich, muss man auch mal sagen, diese Basisreproduktionszahl wird mit statistischen Methoden dann aus den Infektionsketten ermittelt. Und so hundertprozentig, also bis auf die dritte Stelle hinterm Komma, ist das natürlich nicht genau. Man sollte sich immer die Schwankungsbreiten angucken. Also ich glaube mal 1,5 bis 3,5 ist so der wahrscheinlichste Bereich für die Basisreproduktionszahl beim Encov. Wenn die jetzt 3 wäre, würde das heißen, ich könnte 3 Personen infizieren. Genau, du kannst dann 3. Und da sieht man auch, dann kann es natürlich durch diese 1:3 Nummer dann zu einer explosiven Entwicklung kommen, zu einer Exponentialentwicklung, weil klar, wenn du das dann hochrechnest, jeder von den 3, die du infiziert hast, kann wieder 3 infizieren, von denen wieder 3, dann kommst du halt sehr schnell auf eine große Menge Viren. Und das ist dann auch ein Zeichen für die Dynamik. Ja? Okay. Gut, und was passiert jetzt genau? Also Infektionsweg haben wir geklärt. Das Virus gelangt jetzt irgendwie in die Atemwege und dann muss es ja noch... Dann setzt es sich an ganz bestimmte Proteine fest. Ja? Und im Fall von 2019 nCoV ist es das ACE2. Mhm. Ja, das ist ein Protein, ein Oberflächenprotein, das von Atemwegsepithelzellen exprimiert wird, also gebildet wird, auf der Oberfläche dieser Zellen sitzt und die Spikes des 2019 nCoV docken jetzt an diese ACE2-Proteine an und können sich damit an der Zelle festsetzen. So, und wenn sie festgesetzt sind, dann werden sie von der Zelle auch durch eine Endozytose aufgenommen und dadurch ist das Virus jetzt in der Zelle und das ist der Ort, an dem es sich am wohlsten fühlt, weil hier geht die Party los mit der Vermehrung. Ist auch relativ easy dann, ne? Dann nimmt das Virus einfach die ganze Produktionsmaschine der Körperzelle, klaut die im Endeffekt,
sodass die eigene Körperzelle das Virus neu bildet. Ne? Exakt, das ist ein echtes Hacking. Ja? Also das Virus nutzt die Reproduktionsmechanismen, also die ganzen Ribosomen, ja, die ganze Proteinproduktion der Zelle, um sein eigenes Zeug zu produzieren. Also erstmal natürlich seine RNA zu vervielfältigen und dann natürlich die ganzen Hilfsproteine, die das Virus braucht, um andere Zellen zu infizieren. Also die Bildung der Virushülle beispielsweise, die Viruskapsids und so weiter und so fort und so ein paar quasi Schweizer Taschenmesser, die ich noch brauche, um die Zelle zu kapern. Und dadurch kann es sich halt auch sehr effektiv vermehren, ohne dass es ein eigenes Enzymset mit sich rumschleppen muss. Aber da muss es ja noch irgendwie rauskommen aus der Zelle. Ne? Das bringt ja nichts, wenn es sich jetzt tausendmal vermehrt, aber dann in der Zelle alles bleibt. Muss ja irgendwie nochmal wegkommen und das macht es ganz geschickt, indem es nämlich einfach die Zellmembran oder die Lipiddoppelschicht der Zelle bzw. des rauen endoplasmatischen Retikulums klaut. Und dadurch ausgeschleust wird. Das Ganze nennt man genau. Budding. Ja, genau. Also das Virus klaut quasi die Membranbestandteile aus dem Zellinneren, Golgi-Apparat auch, ja, bildet dann sozusagen komplette Viren, hüllt sich in so ein Vesikel ein, so ein kleines Bläschen und lässt sich dann in die Zelloberfläche transportieren und blopp, ja, wird es halt ausgeschleust aus der Zelle. Also ist im Endeffekt die Virushülle, nichts anderes außer die Lipiddoppelschicht der eigenen Zelle. Es ist eine Art Recycling, ja, ja. Der Zellmaterialien. Okay, also Infektion haben wir geklärt, ja, und dann heißt es ja nicht automatisch, dass du auch direkt Symptome hast, ne? Nee, da kommt erst die Inkubationszeit dazwischen, ne? Und das ist ganz interessant, ne? Dann gab es am Anfang so in den ersten Tagen so die Meldung 5 bis 6 Tage und dann vielleicht nochmal 4 bis 5, bis man irgendwie hospitalisiert wird, ja? Aber es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die Inkubationszeit da doch sehr unterschiedlich ist. Es kann mal 2 Tage sein, es kann aber bis zu 14 Tagen dauern. Das Tückische daran ist, in dieser Inkubationszeit kannst du bereits infektiös sein. Das heißt, du atmest wie ein Haus. Ja, obwohl es dir super geht. Ja, genau. Ne? Also du hast also quasi bist schon Verbreiter der Erkrankung, ohne dass du dich eigentlich scheiße fühlst. Ja? Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist blöd dann. Ja. Und wenn dann irgendwann die Symptome auftreten, was sind das überhaupt für welche? Also erstmal beginnt es so wieder bei einer klassischen Grippe. Ja? Also erstmal relativ unspezifisch. Also das heißt, du hast jetzt irgendwie nicht so den quasi die typischen Symptome und das so unspezifische Allgemeinsymptome. Mhm. Also so, ich fühle mich nicht gut, Fieber, ja, kann ein bisschen Gelenkschmerzen haben, mich ein bisschen müde fühlen, ja. Und dann habe ich nur die typischen Symptome von Atemwegen, also das heißt eine Rhinitis, also die Nase läuft, ne? Ich habe einen Husten, ne? Ich habe eine Pharyngitis, also einen rauen Rachen, also das, was man also von Erkrankheiten typischerweise kennt. Und wenn es dann schwerer wird, also ich tatsächlich dann unten in die Lunge reingeht, dann kommen halt dann schon ein bisschen Probleme dazu, wie Dyspnoe, also eine eingeschränkte Atmung, oder Tachypnoe, also eine beschleunigte Atmung, dann geht es schon schwer in Richtung Pneumonie, also Lungenentzündung durch das Virus. Okay, kriegt jeder, der jetzt infiziert ist, eine Lungenentzündung? Oder nee, sind etwa so 15%, wobei diese Zahlen immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. Kann mal so sein. Ist auch ein bisschen abhängig davon, in welcher Mutationsphase befindet das Virus. Weißt du, so ein Virus ist nicht eine statische Angelegenheit vom ersten Tag der Epidemie zum letzten, sondern das Virus passt sich natürlich sehr stark an seinen Wirt an. Es hat auch keinen Vorteil davon, den Wirt umzubringen, weil dann kann es sich nicht weiter vermehren. Das heißt, es ist meistens so, dass die Letalität eines Virus über die Zeit abnimmt, ja, weil das Virus schlau ist und sagt, ich bringe mich nicht, den Wirt zu töten. Ja. Aber dafür die Infektiosität in der Regel höher wird. Das heißt, das passt sich an den Wirtsorganismus an und kann leichter infizieren. Das ist so ein bisschen tückisch an Viren, dass sie immer einen sehr starken Genshift haben. Und also Lungenentzündung, sage ich mal, ist jetzt so die große Komplikation. Das kann ja noch weiter hingehen, bis hin zum, im schlimmsten Fall, septischer Schock. Ne? Wer ist denn jetzt am ehesten betroffen? Das sind die, eigentlich wie bei einer Grippe auch, die älteren Leute, die ganz jung und die, bei denen das Immunsystem irgendwie nicht mehr funktioniert. Die Leute, ne? die Leute sind betroffen. Die älteren Leute vor allen Dingen, ja. Klein, wie bei einer Grippe, ne? Kleine Kinder, ja, die noch kein ausgereiftes Immunsystem haben, also Säuglinge beispielsweise, ne? Ältere Patienten oder Patienten, die Immunsuppressionen haben, also beispielsweise Transplantierte, die Immunsuppressiva nehmen, die sind natürlich auch, dadurch, dass sie halt kein voll effektiv wirksames Immunsystem haben, gegenüber diesen Viren besonders empfindlich. Gut, logisch. Und jetzt muss der Arzt jeden, der irgendwie ein bisschen Erkältungssymptome hat, direkt daraufhin testen? Oder wie läuft das jetzt ab? Nee, da hätten wir viel zu tun, glaube ich, wenn wir alle, die jetzt im ausklingenden Winter erkältet sind, irgendwie auf nCoV testen. Das wird ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen sensibler. So ganz klare Richtlinien gibt es da nicht. Klar, wenn ich eine Reiseanamnese habe, komme jetzt irgendwie aus China, gut, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Aber da das Virus mittlerweile auch in anderen Ländern aufgetaucht ist, ist jetzt also die reine China-Reise jetzt nicht unbedingt auch der ausschlaggebende Faktor. Eigentlich muss man gucken, wie ist die individuelle Reaktion?
Und dann halt so ein bisschen Bauchgefühl dafür entwickeln, okay, also wann muss ich jetzt testen und wann nicht. Wenn die Reiseanamnese da ist, bin ich mir relativ sicher. Oder Kontakt zu einem anderen Infizierten, dann ist es relativ klar. Aber in anderen Fällen, ja, das ist auch so ein bisschen Gamble, muss man sagen. In welchen Fällen teste ich jetzt auf das Virus? Und das ist halt dann auch ein bisschen aufwendiger. Ich muss ja eine Laboruntersuchung machen. Genau, es gibt derzeit nur einen Nachweis, also einen direkten Erregernachweis durch molekularbiologische Untersuchung. Also man weist im Endeffekt die RNA nach. Das macht man durch Realtime-PCR. Genau, durch eine PCR, also eine Polymerase Chain Reaction. Genau, und als Material nimmt man dann im Endeffekt mehrere Abstriche aus dem oberen, aus den unteren Atemwegen. Also ob das jetzt ein Nasenrachenabstrich ist oder Material, Trachealaspirat zum Beispiel. Ja, man sollte schon beides machen. Ne? Also man ist auch nicht ganz so einfach, diese Virus-RNA irgendwie zu erwischen. Ja, deswegen ist es immer ganz gut, wenn man zwei Abstriche nimmt, einen aus dem Nasenrachenraum und einen aus der unteren Etage, aus den unteren Atemwegen, weil dann einfach die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht ist. Und man sollte auch mehrfach testen im Zweifelsfall. Also wenn wirklich ein berechtigtes Verdacht da ist, dass es das Virus ist, kann es auch sein, dass man es beim ersten Mal verpasst und dann ist eine Mehrfachtestung, wird auch von der WHO empfohlen, um da halt auch ganz sicher zu gehen. Okay, und dann schickt man das einfach ins Labor? Oder? Ja, es gibt Referenzlabore dafür. Ja, Charité hat beispielsweise eins. Ja, Charité war auch die erste, die quasi diesen Test auf 2019 nCoV entwickelt haben. Die waren da ziemlich schnell und weit vorne, gleich in den ersten Tagen eine Infektion. Und da kann ich es dann halt testen lassen und kriege dann auch relativ schnell ein Resultat, weil RT-PCR ja heute auch nicht mehr so wahnsinnig lange dauert. Genau, das ist wichtig. Also, dass man das jetzt nicht einfach irgendwo hinschickt, dass potenziell infektiöses Material dann irgendwie nicht im Umlauf ist. Ne? Gut, dann kann man natürlich noch andere Diagnostik machen. Also, wenn jemand einen Verdacht hat auf eine Lungenentzündung, dann sollte man halt auch schon mal ein Röntgen zum Beispiel machen. Bildgebung, Thorax, ja, ne? dass man einen Röntgen-Thorax macht oder halt eine CT, genau. Um zu gucken, wie weit ist die Lunge eigentlich befallen, womit habe ich es hier zu tun. Ja, alles schön und gut, aber was kann ich jetzt machen gegen 2019 nCoV? Genau, also die Ursache an sich, die kausale Therapie, da gibt es derzeit noch keine. Sprich, man behandelt die Symptome. Ja? Wenn jemand einen Atemwegssymptom hat, dann braucht er Sauerstoff. Okay, was heißt Symptome? Also das die Husterei behandle ich, ja. Und versuche also das, was den Patienten im Prinzip momentan einschränkt, irgendwie zu lindern. Ja, ist keine Kausaltherapie, muss man dazu sagen. Ne? Also laufende Nase ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn er nicht genug Sauerstoff kriegt, dann braucht er halt eine Sauerstofftherapie. Wenn er eine Volumentherapie und so weiter und so weiter. Das heißt, das Ganze sollte im stationären Setting stattfinden, dass er überwacht ist. Ja, und dann gibt es natürlich noch so experimentelle Off-Label-Ansätze, die man aus den anderen Viren kennt. Also ja, man hat bei MERS und SARS auch ein paar Sachen ausprobiert und man ist halt mit Virostatika rangegangen, also Medikamenten, die Virusvermehrung behindern oder ganz bestimmte Abschnitte in der Virusentwicklung. Das sind dann beispielsweise Protease-Inhibitoren, ja, das sind also Hemmstoffe von bestimmten viralen Enzymen, Proteasen, Nukleosidanaloga, und andere, wobei man sagen muss, okay, es ist experimentelle Therapie, Interferon, Beta wurde beispielsweise auch gegeben. Mhm. Es gibt einzelne Fallbeispiele, einzelne Fallbeschreibungen, es gibt auch die eine oder andere klinische Studie, ich glaube in Saudi-Arabien ist eine gerade unterwegs, aber die haben natürlich alle noch keine klinische Relevanz, ja? Mhm. Also momentan kann man noch nicht sagen, was wirkt jetzt tatsächlich. Also nicht in die Apotheke laufen und sagen, ich hätte gerne meinen Pfund Protease-Inhibitor, ist relativ unsicher. Dazu fehlen einfach die Daten. Und es sind auch keine Wirkstoffe, die jetzt speziell für Coronaviren entwickelt werden, meistens aus der HIV-Therapie stammen. Okay, und nichtsdestotrotz, die Letalität, also die Sterblichkeit, beträgt um die 3%. Ja, ist nicht ganz so schlimm wie bei MERS beispielsweise. Eine MERS liegt bei 30-40%, also ist deutlich höhere Letalität. Jetzt hier bei 2019 nCoV ist ein schwacher Trost, aber ist die Letalität nur bei 3%, kann allerdings in einzelnen Bevölkerungsgruppen, klar, gerade von den vorhin gesprochenen Immunsupprimierte, ältere Patienten auch deutlich höher sein. Diabetiker sind natürlich auch ja, eher Diabetiker betroffen. Diabetiker auch, genau. Ja. Also mit der Letalität immer muss man das auf das Patientensubkollektiv auch so ein bisschen betrachten. Ja. Gut, natürlich ist es noch viel wichtiger, was macht man, damit man es gar nicht erst kriegt. Also die Prävention spielt jetzt hier die wichtigste Rolle. Du hast vorhin schon gesagt, das Virus hat eine Lipidhülle, das spielt eine Rolle. Warum? Ja, wichtigste und einfachste, ich sag mal, Präventionsmaßnahme ist eigentlich das Händewaschen oder Händedesinfektion. Ja, es ist super einfach, aber super wirksam.
Ja, hat ja schon der alte Semmelweis irgendwie rausgefunden, dass das keine so ganz schlechte Idee ist, ja, sich die Hände zu waschen, um irgendwie Erreger zu killen. Und das ist bei Viren auch gerade bei behüllten Viren eine sehr wichtige Maßnahme, weil Detergenzien, Seifen und Alkohol zerstören die Virushülle und damit auch die Möglichkeit des Virus, quasi den menschlichen Körper zu infizieren. Also häufiges Händewaschen, eine super Präventionsmaßnahme, ja. Vor allem, bevor man sich mit den Händen ins Gesicht fasst oder auch vom Essen, ja, hilft nicht nur gegen Coronaviren, sondern auch gegen Grippeviren. Deswegen eine ganz basale Maßnahme, einfach durchzuführen, super. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Gut, klar. Was auch irgendwie selbstverständlich ist und immer leichter gesagt ist als getan, ist natürlich den Kontakt zu Leuten meiden, die jetzt gerade an Erkältungssymptomen leiden. Genau, das klingt immer so gut, das ist aber natürlich irgendwie auch schwierig durchzuziehen. Wenn es die eigene Ehefrau ist, kann ich jetzt keinen 3-Meter-Bannkreis erstmal 2 Wochen errichten. Ja? Also ist immer sehr schwer. Also diese Empfehlungen sind natürlich auch teilweise ein bisschen theoretisch, muss man sagen. Aber klar, Vermeidung von Kontakt zu Leuten, die sichtbare Atemwegssymptome haben, ist schon nicht schlecht. Das heißt, wenn jemand schwer rumhustet und trieft, nicht unbedingt tröstend die auf die Schulter klopfen, sondern lieber ein bisschen Abstand wahren. Und auch ganz wichtig, wenn man selbst einen Atemwegsinfekt hat, ruhig mal eine Gesichtsmaske tragen. Ja? Die Gesichtsmaske oder auch das Taschentuch, ja, kann dann auch verhindern, dass man halt seinen Rotz, ja, und seine Aerosole einfach wild in der Gegend rumverteilt. Und dadurch schützt man auch andere Menschen. Also wenn ich eine Erkältung habe und ich weiß nicht genau, wie sie herkommt, Gesichtsmaske aufziehen, keine ganz so dumme Idee. Sieht man in Asien viel, teilweise auch als Selbstschutz, ja, wobei da muss man immer unterscheiden, welche Maske trage ich. Mhm. Ja, aber ist keine schlechte Maßnahme, um eine Atemwegsinfektion einzudämmen. Was ist denn jetzt mit medizinischem Personal? Die sind ja besonders gefährdet dann. Was macht man da? Ja, da brauchst du den vollen Ornat, ja, also Schutzbrille, damit du es nicht in die Konjunktiven kriegst, also in die Augenbindehaut. Mhm. Du brauchst eine FFP3-Maske, das ist eine Partikelmaske, die halt Viruspartikel dann auch ausfiltert. Ja, also so ein normaler OP-Mundschutz sieht zwar toll aus, ist aber in den meisten Regelfällen ja nicht wirksam, weil du atmest halt dran vorbei, gerade wenn das Zeug jetzt nicht genauer anpasst. Ja, also ist auch hat keinen Partikelfilter, das heißt, schützt im Prinzip nur, ja, wenn überhaupt, nur sehr grob. Wenn eine FFP3-Maske, die eng anliegt, durch die du atmest, auch durch einen Partikelfilter, da eine höhere Schutzmaßnahme bildet, dann solltest du natürlich Handschuhe tragen. Ganz wichtiges Ding. Selbst die Händedesinfektion natürlich auch für medizinisches Personal noch wichtiger als für den Laien. Und volles Ornat, das heißt also Ganzkörperanzug, langärmlich, ja, und dann noch ein paar Plastikpantuschen unten unter die Schuhe, ja, um die Viren nicht durch die Gegend zu tragen. Ja. Also das sind so die wichtigsten Maßnahmen, die medizinisches Personal machen kann. Kann man auch schon impfen heute jetzt? Oder? Leider nicht. Wird auch noch ein bisschen dauern. Heute dauert es ja nicht mehr ganz so lange mit der Impfstoffentwicklung durch so RNA-Vakzinen, bis in der Lage, Impfstoffe so innerhalb weniger Monate eigentlich zu entwickeln. Schwierig ist dann natürlich die Zulassung, also das klinische Testing Phase 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Kann zwar in Notfällen abgekürzt werden, dauert aber Monate. Wird für diese Infektionswelle wahrscheinlich keine Rolle spielen. Gut, und dann noch zuletzt für alle Ärzte, die jetzt zuhören. Es besteht auch eine namentliche Meldepflicht. Genau. Sowohl bei Verdacht auch. Genau, bei Verdacht, also bei unklaren Fällen, bestätigten Fällen und auch labormedizinisch bestätigten Fällen. Genau. Meldepflicht an das Gesundheitsamt, in das Ganze dann weiterreicht. Ist wichtig, um halt auch zu gucken, wo ist die Epidemie gerade am Wirken. Jo, super. Also ich glaube, das war ein kurzer Überblick über das 2019 ENCOV. Ihr könnt alles wie immer nachlesen im Flexikon, da ist ein aktueller Artikel. Genau, wir pflegen den Artikel, ja, also stündlich genau. Also könnt ihr alle Dinge, die halt neu sind, nachlesen. Und ihr könnt auch am Artikel selbst miteditieren, wenn ihr Informationen habt, die wir noch nicht reingepackt haben. In diesem Sinne wünschen wir euch ja einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Jawohl, ciao.